Heute erklären wir euch, wie die Erfahrungsreligion Buddhismus entstanden ist. Was bedeutet Buddha eigentlich? Buddha bedeutet erleuchtet. Wer ist Buddha eigentlich? Der Buddha, der heute verehrt wird, ist der historische Buddha Sikanami. Dieser wurde als Siddham Gautama geboren. Seine Eltern waren reich und lebten in einem Schloss. Im Alter von 16 heiratete er seine Cousine. Er machte heimlich Ausflüge, dabei bemerkte er, dass es arme Leute gibt. Es entstand einen Weg, sich zu erlösen. Buddhas Lehre besagt, das Leben besteht aus viel Leid. Leid und Sorgen. Das Leid entsteht durch Begehren, was man nicht haben kann, was unglücklich macht. Wenn es mir gelingt, mich von dem Begehren zu erlösen, finde ich den Weg des Glückes. Mit 29 zog er aus dem Palast aus und meditierte sehr viel. Als er nicht mehr im Palast war, gab er vielen Leuten Ratschläge. Als er starb, entstand aus seinen Gedanken die Erfahrungsreligion Buddhismus. Wusstet ihr, dass es verschiedene Buddhas gibt, zum Beispiel Budai, Buddha Gautama und so weiter? Ich hoffe, ihr habt heute viel gelernt. Bis zum nächsten Mal.